Und jetzt übergebe ich an Theo Koll, der heute das letzte Mal Berlin direkt moderieren wird. Vielen Dank, Jana Pareges. Als wäre dieses Land nicht schon verunsichert genug. Jetzt, nach dem Angriff auf Israel, wird schmerzhaft deutlich, wie viel Antisemitismus sich im Land des nie wieder angesammelt hat. Es müssen aber nicht nur konsequent abgeschoben werden, die Zahlen der Einwanderer müssen runter. Und Herr Koll, lassen Sie mich vielleicht zum Schluss noch einmal sagen, das ist heute Ihre letzte Sendung. Darf ich das persönlich sagen und ich glaube für viele andere auch. Danke für über 30 Jahre fairen Journalismus und das mit Stil dazu. Kann man nicht bei allen sagen. Herzlichen Dank. Damit ist der Rückweg jetzt abgeschnitten. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Morgen früh wird Sarah Wagenknecht eine neue Partei ankündigen. 27% der Deutschen, also mehr als jeder Vierte, könnte sich vorstellen, dieses ideologische Hufeisen zu wählen. Und die komplette Dokumentation können Sie am Mittwoch um 22.15 Uhr sehen hier im ZDF. Erlauben Sie mir, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, mich an dieser Stelle bei Ihnen zu bedanken. Für Ihr langjähriges und nachsichtiges Interesse und für Ihr Vertrauen. Mein Platz im Hauptstadtstudio und bei Berlin Direkt wird künftig Diana Zimmermann einnehmen, eine großartige Kollegin, die ich Ihnen sehr empfehlen darf. Und wenn Sie mir nach fast 40 Jahren bei ARD und ZDF eine Bitte nachsehen, erhalten Sie das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Es ist wahrlich nicht ohne Fehler, aber es ist beim überall abnehmenden Wert von Wahrheit eine der wichtigen Bastionen für so verlässlich wie möglich geprüfte Informationen und für eine verantwortungsvolle Einordnung. Die vielen Filterblasen drohen, erst die Wahrheit zu zerstückeln und am Ende aufzulösen. Bleibt noch der Hinweis auf Berlin Direktor. Der Kanzler wies bei seinem Besuch in Tirana, zumindest mir, mit couragierten Schritten schon mal die künftige Richtung. Ihnen einen entspannten und guten Abend. Oh,